Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind zurück in Transport Fever 2. Wir befinden uns hier gerade am Bahnhof in Meuron. Ich habe mir gerade so ein bisschen in dieser Gegend hier, also hier ist Honigblume und hier befinden wir uns gerade. Ich habe ein bisschen geschaut, was hier so los ist, habe einige Busse ausgetauscht. Ihr seht, hier fährt viel, viel neues Material rum, alles glänzt und ist neu und so. Weil dieser Zopf hier so wahnsinnig überlaufen war, habe ich mal danach geschaut und die alle ausgetauscht. Teilweise ein bisschen ausgedünnt und sowas. Was jetzt da übrig ist, ist diese hier, ist die Straßenbahn, die ja von Honigblume, wo ist sie denn? Das ist die gelbe Linie, komplett, also hier den gesamten Weg hier durch die ganzen Städte hier fährt. Das ist eine weite, weite Linie, bis eben hier zur Endhaltestelle am Zopf in Meuron. Und sag mal ja. Wie ist das? Die wollen wir jetzt da austauschen. Die hat jetzt eine Rate von 425. Ich würde sagen, das machen wir ungefähr so ähnlich auch wieder hin. Weil. Oh, was ist denn so gegangen hier? Achso. Anscheinend gibt es da alle paar Jahre mal hier so einen Gipfel. Einen Anstieg an. Ja, was auch immer. Also, das ist jedenfalls normal und das wird wohl so auch bleiben. Wir werden die jetzt mal austauschen. Die haben eine Kapazität von. Was ist so ein Ding hier? Hier. 27 Grad im Moment. Mal gucken, dass wir das so ähnlich auch wieder hinbekommen. Und danach kümmern wir uns dann um die Ziegel, die wir letztes Mal angefangen haben. Die Ziegelstrecke. Ja, ich weiß gar nicht, was da fährt. Ist es die hier? Nee. Ist irgendwas noch älteres? 43, ach du Schande. Aber das wäre doch was, oder? Wir kaufen ein paar von denen. Und dann werfen wir die ein Drittel oder sowas raus. Dann haben wir die Straßen leer und alles wird super. Oh, das war schön. So, Unterhalt. Machen wir auf hoch. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da ein paar rauswerfen. 37 Fahrzeuge, okay. Das ist natürlich einiges. So, jetzt habe ich mal 13 Stück von 37 gewählt und die verkaufen wir jetzt mal. Mal gucken, wie es dann aussieht. Stopp. Ja, die Rate ist sogar leicht angestiegen. Immer noch. Ah, komm, dann werfen wir nochmal einen raus. Weg damit. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt ist es ungefähr so wie vorher. Nur, dass wir deutlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben. Mein Gott, das ist bunt hier. Ach, das ist aber toll. Ich freue mich natürlich, dass hier so viel los ist an dieser Plattform hier. An diesem Zopf. Mein Gott, ist da was los. Guckt euch mal diese Ströme hier an. Mann, wir sind so modern hier. Da sind sogar schon 43 Menschen drin, das ist ja unglaublich. Ja, der donnert einfach mitten durch. Sehr gut. Mann, wir sind so modern hier, das freut mich wirklich. Hey, Leute, ich glaube, wir werden noch moderner. Wir wollen jetzt hier dieses alte Bleidach mal ersetzen. Das ist, wie mir zugetragen wurde, ist es wasserdurchlässig geworden, es tropft durch. Wir müssen es mal erneuern. Und wir stellen da so ein lichtes Glasdach hin, würde ich sagen. Also das war hier. So. Achso. Oh, da stehen noch die Reste von diesem Ding. Das muss auch noch wegreißen. Okay, da haben wir's. Nein, 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 so nicht, da stimmt was nicht. Nein! Habe ich jetzt ein Gleis abgerissen? Oh Gott, ich hasse es. Diese blöden Bahnhöfe, echt. Okay, na gut, upsi. Das war natürlich nicht so gewollt, aber ja. Okay, nochmal. Etwas unhandlich ist der hier geworden. Okay, hier noch. Gut. Sehr luftig. Sieht auf jeden Fall schick aus. Ich wollte eigentlich hier in diesem Bahnhof die Menschen ein bisschen abbauen, aber es scheint nicht so richtig zu gelingen. Toulon. Da habe ich eben auch ausgetauscht. 3 Minuten Takt. Da habe ich einige Fahrzeuge verkauft.
eine weite Strecke, weil ich dachte, oh, das ist jetzt so ein großer Bus hier. Da brauchen wir nicht mehr so viele Fahrzeuge, aber gut, dann machen wir lieber ein paar dazu. So. Habe ich gesehen, dass hier Stau gab vorhin. Oh. Ja, offensichtlich ja, das wollen wir jetzt nicht machen. Vielleicht machen wir das am Samstag, wenn es wieder einen Stream gibt. Ab 20 Uhr, wenn du Lust hast, kommt vorbei. Wir gucken uns so ein bisschen an, wie die Straßen aussehen überall, wo was Besseres, wo es besser machen kann. Vielleicht bauen wir mal wieder ein paar Monumente, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und dann schauen wir mal. Gut, dann lasse den Stau jetzt mal in Ruhe, ist leider so mit dem Stau. Guck mal, was ich hier vorne rumgewerkelt habe, da war da noch gar nicht da, der Stau. Da war ja eigentlich noch alles frei. Was ist da los? Wie geht es hier? Wegen dieser Linksabbiegerbande. Oder auch nicht. Die hängen halt hier rum und geben nicht richtig Gas, obwohl da keiner links abbiegen will. Gut, lassen wir das. Ich will mich da jetzt nicht drum kümmern. Weg mit euch. Wir sind hier in Sonsbronzolino und wollen hier jetzt eine Zugstrecke bauen. Wir haben letztes Mal schon das Ziegelwerk hier, nein, nicht das Ziegelwerk, den Steinbruch an dem Bahnhof angeschlossen. Das funktioniert. Hier zweigt das ab und wir wollen jetzt uns hier durch das Tal hier unter dieser sehr schicken Brücke durch das Tal durchbewegen. Das gucken wir uns gleich mal an, wie wir da am besten fahren. Das wird eine schöne Strecke, glaube ich. Und zwar bis hin zu diesem Bahnhof hier in Saint-Géon. Die Leute gehen, was ist hier los? Hallo? Der Grand Gare Léandre et Jean de Mal. Was? Achso. Ah, achso. Das ist die Richtung, ja klar. Ja, Passagiere. Ist wohl viel los, aber das machen wir nicht jetzt. Hier habt ihr gesagt, das Gleis ist dafür gedacht, dass der Zug da gleich reinfahren kann. Dann reißt er das hier mal ab, weil der kriegt ja eine extra Strecke. Und in diese Richtung brauchen wir nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe, was so eigentlich nicht sein soll. Gut, wie dem auch sei, wir fahren von Norden Richtung Süden. Müssen uns durch das Tal hier gut durchschlängeln. Also wir stecken jetzt hier. Wir gehen hier mitten durch das Tal durch. Hier werden wir wahrscheinlich einen Tunnel brauchen, denke ich mal. Wir landen dann hier und dann geht es einfach darüber. Ach, das sieht spaßig aus. Das machen wir jetzt direkt hier in dieser Ansicht. Aber ja. Aber eigentlich gleich Hochgeschwindigkeitsgleise nehmen, oder? Ja, machen wir das mal. Da rauscht er einfach mitten durch diesen Hügel dadurch. Unfassbar. Ja, ich glaube, das wird wirklich eine nette Strecke. Der Num wünscht sich übrigens für sich selber eine Strecke, also von hier drüben irgendwie, von hier, wünscht er sich eine Strecke nach, Direktverbindung nach Sonsbronzolino hier hin und dann ebenfalls diese Strecke hier durch das Tal bis nach Saint-Géon, hat er sich gewünscht. Weiß ich noch nicht, kann man mal gucken, ob wir das machen. Ich meine, warum nicht, jetzt liegen ja auch die Gleise jetzt schon hier. Ja, aber gut, dann machen wir weiter. Schön durchs Tal, immer gerade, auf gleichem Niveau. Jetzt kommt hier diese Tunnelstrecke. Wo haben wir da einen Tunnel? Hier. Der ist aber nicht so lang. Gut. Es sei, wie es ist. Hier durch irgendwie so einen Hügel durch. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja, nein, eigentlich
müssen jetzt gucken, dass wir nach rechts kommen. Was ist hier gedacht? Ich würde sagen, wir fahren direkt geradeaus weiter. Dann geht es jetzt halt doch ein bisschen nach oben. Oder baut einen Tunnel. Warum? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Was ist das hier für eine Landschaft? 105 Meter. Hier sind wir noch auf 95 Meter. Das passt ja. Hier sind wir wieder auf 102. Ja, das ist eigentlich kein großer Höhenunterschied. Eigentlich. Mitten durch die Landschaft durch. Unglaublich. Ist ja so ein bisschen eingetieft hier. Finde ich aber an sich okay. Da kann man da leichter Rücken drüber bauen. Ich weiß nicht, ist das okay? Ja. Weiß ich nicht. Ja. So, da sind wir. Wir fahren natürlich auch eine Runde mit dann. War auch noch die zweite Strecke. Wir konnten ja eigentlich tatsächlich direkt dran denken, da noch ein Passagiergleis zu machen. Dann würde ich sagen, reißen wir mal kurz das ab. Ich lege da noch ein weiteres Gleis hin. So, ein weiteres Gleis. Okay. Und dann hier eben die Plattform. Das ist ja diesmal zum Glück kein Problem, die Bahnhof zu bauen. Da passt jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel hin. Kollision! Ah, das geht. Bindet aber glaube ich nicht an. Jetzt ist der Bahnhof nicht mehr angebunden. Oh bitte! Jetzt kommt er mit so einem Zeug da ja nicht zu fassen. Achso, das stimmt ja sowieso noch nicht. Passt alles nicht. Guck, da muss die Straße weichen. Die liegen ein bisschen anders. Aber erstmal die Gütergebäude hin, so ein bisschen was an Hallen und sowas hätte ich schon gerne. Ja, das passt doch gut. Okay. Na gut, jetzt ist sie ganz weg. So, also das passt. Da fehlt noch ein bisschen Gleis. Okay, jetzt haben wir hier das Passagiergleis angebunden. Jetzt fehlt eigentlich noch das Gütergleis und das geht es uns ja eigentlich. Ich werde eben das zweite Gleis mal hinlegen und am Ende müssen wir noch Weichen und Signale machen und dann können wir einen Zug kaufen und dann, ja, fehlt glaube ich noch die Anbindung. Das Bahnhof hier unten, von dem aus Steine zum Ziegelwerk geliefert werden. Das gucken wir uns gleich an. So, jetzt habe ich das zweite Gleis gelegt. Jetzt legen wir hier noch. Jetzt stellen wir da gerade eben Signale auf. So. So. So, zwischendrin hin und wieder noch welche. Wir müssen als nächstes überlegen, was für einen Zug wir da haben wollen, wie schnell der fahren soll. Ich würde sagen, wir gehen auf Hochgeschwindigkeit. 160 km/h für den Ziegelzug. Und für den Passagierzug, der später irgendwann noch kommt, das gucken wir uns dann später an, würde ich sagen. So. Und wir machen natürlich auch eine Mitfahrt hier durchs Gelände. Da freue ich mich schon drauf. So. Nein, hier fehlt noch eins. Komm. Machen wir da noch eins hin, dass
die jetzt hier sauber in den Bahnhof reinfahren können. Apropos sauber, hier fehlt jetzt noch das Passagiergleis. Das wird nicht ganz so sauber, fürchte ich. Weil das wird von da oben kommen. Wir können also jetzt sonst Bonsignolo anfangen. Und dann später erst das da oben anschließen. Aber hier fehlt dann trotzdem ein Gleis. Also, ja gut, wir machen das von anders. Das mache ich jetzt nicht. So, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Depot. Wir haben hier nirgends Depots. Ja, da werden wir wohl eins bauen müssen. Extra nur für diesen Zweck. Oder wir können auch hier eins hinbauen. Ja, wir bauen hier eins hin. Das ist vielleicht einfacher. Depot. So. Das war nicht gut. Das ist zu dicht an den Weichen hier dran. Ja. So. Okay, jetzt hauen wir das dann einfach drauf. War das jetzt so klug? Wir gucken gleich mal. Jetzt schafft es der Zug von hier auf das rechte Gleis. Er muss aber hier nach links. Wobei, das kriegen wir auch hin. Da machen wir ein Spezialgleis. Das hier schon abzweigt. Und so daneben fährt. Ah, das sieht sogar ganz nett aus. Das passt jetzt ganz gut. Sehr schön. Dann wird es eben doch so sein. Ja, wunderbar. Okay, also jetzt haben wir unser Depot angeschlossen. Das passt. Es berührt hier auch gar nicht die normale Strecke. Also können wir uns jetzt hier den Zug anschauen, den wir haben wollen. Ein Stoppbahn, das machen wir erst später. Genau, wir haben letztes Mal schon eine Verbindung Was? Hier ist schon wieder Stau. Wegen dieser verdammten Bahnübergänge. Na gut, das betrifft uns jetzt hier nicht. Also wir bauen jetzt hier eine Verbindung, haben wir noch nicht gemacht, keine Linie. Aber wir haben, glaube ich, hier... Ja, genau, wir haben hier eine Plattform gebaut, sehr gut. Ja, da können wir eine neue Linie drauf machen. Vom Bahnhof mit Steinen beladen zum Ziegelwerk und mit Ziegel wieder zurück. Steine... Siegel. Nein, keine gute Farbe. So, machen wir da mal Ziegelfarbe Bordeaux-Rot. Packen da unsere LKWs drauf. Da würde ich sagen, wir kaufen nicht die großen. Größten, die... Oh, oder diese schönen E-Trucks. Ja. Mit ihren 33 Emissionen, das ist wirklich sehr, sehr schön. 33. So. Das reicht vielleicht erstmal. Steine, Ziegel. Was haben wir jetzt da für eine Rate? 289. Gut, das ist für den Anfang schon mal okay, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir dann nach dem Zug um hier. Rein theoretisch, sobald der Zug drauf ist, müsste das schon funktionieren, die ganze Linie. Der Steinrohr ist schon angeschlossen, also das sieht, glaube ich, gut aus. Die ist ja arschteuer. Warum ist es denn? Wieso ist sie denn so teuer hier? 4,5 Millionen pro Jahr. Die kostet uns 1,3 Millionen pro Jahr. Moment, das Verhältnis ist, glaube ich, 2 Steine zu 1 Ziegel, oder? Nee, 1 zu 1. Das ist ja interessant. Ich würde lieber die E-Lok nehmen, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Wir nehmen lieber die E-Lok. Ich mag E-Loks lieber. Die summen so schön. So. Cargo. Ach, scheiße. Stimmt, der kann ja gar nicht mehr zurücknehmen. Der nimmt ja Schüttgut
auf dem Hinweg und dann die Ziegel auf dem Rückweg mit Rungen weg. Ach, egal. Wir kaufen zwei ähnliche Züge für die eine Linie. Fangen wir dem mal an. Und die dürfen auch gern sehr lang sein. Wobei, stimmt gar nicht. Wir haben gesagt, 200 Meter ist der Bahnhof in San Sponsolino. Das heißt, länger kann es nicht sein. Gute Leistung hat er noch. 82 Kapazitäten. Boah. Mal gucken, ob das was wird. Den kaufen wir. Ich wollte gerade, wie der heißen könnte. Ich habe ihn jetzt Crystal getauft. Crystal die erste. Sehr schön. Neue Linie. Eine Linie haben wir noch nicht. Crystal fährt jetzt. Moment, wo? Achso, Helmut. Achso, hier. Da ist sie. Ich denke, hey, wo ist denn die Linie? Okay, also. Crystal fährt von hier. Da runter. Sind wir ja richtig? Elektrifizierte Gleise. Okay, das klappt noch nicht. Steine, Ziegel. Okay, da gucken wir mal eben. Ach so, im Bahnhof fehlt das hier. Geht doch nicht. Jetzt muss es gehen. Da kommt sie. Wir steigen auch gleich ein. Sobald sie dann oben ist, schickt wir dann den nächsten Zug los. Wobei, das bringt ja nichts. Das bringt erst was, sobald... Also eigentlich bringt es erst was, sobald die Kristall mit Steinen beladen wieder hier angekommen ist und die ersten Steine dann eben hergestellt werden hier im Ziegelwerk. Davor bringt das ja nichts, weil dann müsste der neue Zug dann ewig fahren, ohne dass er überhaupt irgendwas hat, was er mitnehmen kann. Das ist ja nicht so sinnvoll. Also, Crystal. Wir gucken kurz, ob da hinten schon was passiert am Ziegel, am Steinbruch. Ja, es passiert schon. Da liegt schon der erste Stein. 10 Stück. Komm, haut raus. Haltet euch ran. Was wollen wir jetzt hier für eine Rate? Crystalinchen. Ha! Passt ziemlich genau. Ein Zug kriegt das hin mit 400. Mehr wollen wir nicht haben. Das ist ja super. Perfekt. So, Madame, wir steigen mal ein. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob die auch auf das richtige Gleis wechseln wird. Wir werden es gleich sehen. Ja, sie macht das. Gut. Aber jetzt drück mal auf die Tube. Jetzt gibt mal richtig Gas hier. Jetzt verstehe ich nicht mehr Gas. Komm! Höher, Plätze! 47 km/h, was ist da los? Ich habe wahrscheinlich den Gashebel noch nicht gefunden. Oder kommt jetzt so schlecht in die Gänge? Das kann doch nicht sein, oder? Ja gut, so langsam geht's los. Ja gut, so langsam kommt er. Wir müssen jetzt überlegen, was wir da für einen Zug draufsetzen wollen, einen Passagierzug. Vielleicht ein Schnellzug, weil das ist ja eine relativ lange Strecke, wo die Lokführer richtig Gas geben können. Vielleicht so ein 200 km/h-Zug. Was ist denn hier gelandet? Achso, das ist so ein extra Holzteil. Wie jetzt? Jetzt fährt er auf den Damm drauf. Ja, das hat aber eigentlich keiner gewollt. Und da geht's wieder runter, na super. Ich nehme an, der wird seine Höchstgeschwindigkeit locker schaffen. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir unseren kurzen Tunnel. Wobei, er wird schneller, aber es dauert. Viel zu sehen jetzt nicht auf der Strecke. Schade. Es war nett, so fix durch die Landschaft zu rasen, aber es gibt halt einfach nichts zu sehen außer Bäumen. Na gut, was soll man erwarten, wenn man eine Zugstrecke ins Tal baut? Dann sieht man halt nichts außer Bäumen.
Ja, 160 haben wir erreicht, wunderbar. Da vorne kommt schon die spektakuläre Brücke. Die Doppelbrücke. Oder? Ja. Ja, wir wollen es auch schon. Sehr schön. Sehr schön. San Sponsolino sehen wir hier. Hier ist die Brücke. Und da vorne kommt der Kopfbahnhof. Und das ist der Zug, dessen Namen ich vergessen habe. Waldstraat heißt der. Der zwischen Sponsolino und der anderen Stadt daneben pendelt. So, ja, wunderbar. Da vorne liegen auch schon ein paar Steine. Es könnten aber ein paar mehr sein, oder? Wir haben hier eine Kapazität von 280. Jetzt komm, hau mal raus. Das ist ja gar nichts. Weiß ich nicht, wie viel ist das jetzt? 40, 80, 40. Wir werden es gleich sehen. Oh! Der ist ein bisschen lang geworden. Der ist ein bisschen lang geworden. Ich dachte, wir hätten einen Bahnhof von 200 Meter Länge gemacht, aber es sind bloß 160 scheinbar. Ups. Na gut, wir lassen es im Moment so. Das heißt aber auch, dass der Passagierzug nicht länger sein sollte als der Bahnhof 170 Meter. Was haben wir jetzt? 40! Ja, mach mal was. Achso, kann er nicht machen, weil da hinten ja noch nichts hergestellt wird. Der erkennt einfach nicht den Bedarf. Ja, wir warten jetzt, bis der Kollege da unten angekommen ist, es abgeliefert hat. Und dann kaufen wir uns den nächsten Zug. Wird im Prinzip genau der gleiche sein. Wobei ich glaube, wir machen die ein bisschen kürzer. Und ich glaube nicht, dass der da wirklich 280 hier raushaut so schnell. Zur Not kommt es immer noch verlängern. Mal ein paar, glaub, Waggons mal raus. So, jetzt ist es immer noch ein bisschen zu lang, aber sieht schon besser aus. Gut, während wir warten, dass die Christel wieder ankommt unten, lassen sie mal eben offen. Guck uns mal den Eberhard an, da sieht es nämlich mittlerweile so aus, wir bräuchten noch ein paar Eberhards mehr. Eberhard ist unser Schnellzug. Wir sind hier am Bahnhof in Honigblume. Die Rhonetalbahn hat 120 Menschen da. Die Schnellfahrstrecke hat 600 Menschen da, also krass. Der Eberhard schafft das nicht. Da kommt er gerade, oder? Er kommt! Alarm, der Eberhard kommt. Ich würde ihn ja gerade klonen, aber jetzt ist gerade einer da. Jetzt muss auch noch ein bisschen warten, bis der wieder weggefahren ist. Ich würde sagen, stellen wir uns so lange hier an den Bahnhof und schauen uns das an. Das wilde Treiben hier. Ich liebe es, wenn ein Bahnhof so schön belebt ist. Viele Menschen, viele Züge. Ich finde das so toll. Schön. Eduard ist fast voll beladen. Sehr erfreulich. Vier Züge sind es mittlerweile noch hier auf der Strecke. Macht auch wieder Gewinne. Die Rhonetalbahn, ihr erinnert euch, die ist zwischenzeitlich auf minus 23 Millionen gefallen. Jetzt ist gerade ein ganz, ganz vorsichtiger Gewinn da. Man muss halt genau gucken, wie viele Züge man kauft, dass das den Bedarf genau deckt. Schon mal ein halbwegs ordentliches Zeichen, wobei es lohnt sich das hier gegenseitig wieder. Ja gut, das muss man am Ende des Jahres sehen. Wahrscheinlich läuft es auf das hier hinaus. Ist immer noch ein bisschen Verlust ist. So, der wartet. Wartest du? Jetzt geht's los. Ja, da warten wir mit. Der muss, sagen wir, bis wenigstens hier nach Kroll gekommen sein. Dann würde ich sagen, können wir ihn klonen. Ah! Die Christel ist schon angekommen. Ich glaub's ja nicht. Gut. Dann, jetzt habe ich auf einmal was zu tun hier. Wo sind wir? Wir müssen ins Depot. Hier.
Dann stellen wir uns jetzt den nächsten Zug zusammen. Der kommt auf genau die gleiche Linie wie die Christel. Lokomotive, dann nehmen wir einfach die gleiche, würde ich sagen. Die hier Chicago eben rumwägen. Wie viel kann die jetzt laden? 240. 240 Ziegel bis Bronzolino. Meine Güte. Was soll denn mit so viel Ziegel machen? Moment mal, da passt doch viel mehr rein hier. Das Schüttgutzeug als hier. Okay, das ist interessant. 180 Kapazität. Ja, müssen wir ungefähr anpassen. Das ist ja immer noch zu lang. Also müssen wir anpassen. Es bringt ja nichts, wenn der 180 Ziegel transportieren kann, die wir gar nicht herstellen können. Also, na gut. Oder wir müssen später zwei Steine. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe das falsch gesagt. Wir haben zu viele Steine hier. Zu viele Steine und das kriegen wir gar nicht weg. Interessant. Na gut, lass uns mal bei 177 Metern, 160 Kapazität. Das ist die Christel zu lang. Das ist ja unglaublich. So, ausgezeichnete Leistung. Wie wollen die Damen nennen? Oder den Herrn? Hat er schon einen Heinrich? Ich glaube nicht. Heinrich und Christel sind unterwegs hier. Gut, Steine, Ziegel. Ich wollte noch ein bisschen Zeit geben. Der Eberhard kann jetzt auch klonen. Na komm, dann kommt er hier schon rauf. So, Eberhard, du bist klont. Eberhard der Dritte. Gut, der hier ist jetzt zu lang. Dann kürzen wir ein bisschen, bis er auf 180 Kapazität kommt. Das ist noch viel zu überdimensioniert. Ich glaube, wir nehmen die andere. Ja, krass. Dann nehmen wir diese hier. Diese Lok, die ist ein bisschen schlechter. Mittelmäßig! Ja, das wollen wir nicht. Mittelmäßig gibt's hier nicht. Gut. Okay, ja. 130 Meter. Das ist ja niedlich, ey. Aber die Rate ist da zu gering. Nein, wir müssen da noch ein paar dran sitzen. Wir waren deswegen jetzt auf 160 Meter. So. So ist besser. 220 Kapazität. Okay. Sehr schön, liebe Leute. Ja, unser Heinrich, der hat jetzt natürlich noch nichts geladen. Müssen wir mal gucken, ob hier schon was passiert. Ob schon irgendwas angekommen ist. Ja. Wow, der erste Ziegel liegt schon hier rum. Unglaublich. Aha. Steine kommen an. Ziegel werden mitgenommen. Nicht so zögerlich, mein Freund! Nicht so zögerlich! Legen Sie los! Oh, ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Die Ziegel kommen zwar hier an, aber sie werden nicht verteilt. Wo sind die? Wo müssen die denn hin? Ah! Schneller! Ja. Mitten da rein. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir das nicht machen. Das müssen wir sofort machen. Hier können wir schnell, glaube ich, eine noch Plattform für Ziegel hinmachen. So. Gut, auf die Schnelle. Oh, jetzt liegen da einige Ziegel. Steine, sehr gut. Bin begeistert. Ziegel. Okay, los, los, los. Wo ist hier das Depot? Gibt's ja kein Depot. Wie? Was? Warum gibt's denn hier kein Depot? Ich komme stottern.
So, ja, dann nehmen wir das hier. Ich wurde immer gerügt, dass ich nicht so viele Depots bauen soll. Das ist eigentlich für den Urban E-Truck machen. So. Jetzt. Okay, wunderbar. Ach, warte mal, da ist er schon wieder. Die Christel. Die Christel legt jetzt richtig los. Komm mal hier, schneller. Die ist ja komplett überdimensioniert hier. Wo bleibt unser Heinrich? Da ist er. Der ist schnell. Das ist ein schneller Heinrich. Da rennt er richtig. Wir fahren kurz mit. Oder auch nicht. Wir sind schon bei 38 Minuten angekommen. Die ich jetzt gerade schon aufnehme für das Let's Play. Deswegen sind wir eigentlich am Ende angekommen. Wir gucken nächstes Mal, ob das hier schon passt. Oh, da kommen sie gerade beide. Wollen wir eine Vorbeifahrt machen, schnell. Ach, der ist erst auf 96. Okay, na gut. Also, das funktioniert jetzt, liebe Leute. Ich weiß ja nicht genau, was wir nächstes Mal machen wollen. Für euch folgt nächstes Mal erstmal am Samstag der Stream. Für mich folgt schon das nächste Let's Play, das ich aufnehme, bevor der Stream kommt. Was wir da machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht gucken wir mal nach Waren. Wir haben mittlerweile immer noch keine Waren hier. Wir haben zwar Maschinenteile. Wie sieht es denn hier aus? Ja, im Citadel, wir schauen da kurz ein bisschen was an, aber auch nicht wirklich viel. Wir haben zwar Maschinenteile, aber noch keine Waren. Und da kommt man so langsam mal gucken, dass wir auch Plastik und sowas herstellen. Oh Gott, oder ich gucke mir den Staub an. Wobei, das hilft uns, glaube ich, für den Stream auf. Ja, liebe Leute, dann hoffe ich, es gefällt euch hier, wie sich das alles entwickelt. Achso, nee, stimmt gar nicht. Hier, Passagier. Wir wollten den Passagierzug draufbauen. Das können wir machen. Das wird wir, glaube ich, nächstes Mal machen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare rein. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.